Rebecca Corium scheint das große Los gezogen zu haben. Mit Anfang 20 arbeitet sie schon bei einer der größten Firmen überhaupt. Und nicht nur das, ihr Arbeitsplatz ist ein Kreuzfahrtschiff. Rebecca reist beruflich zwischen paradiesischen Häfen hin und her, betreut die Kinder der Passagiere und erkundet so neue Länder. Doch der vermeintliche Jackpot wird mit dem Tod der jungen Frau enden. Und bis heute weiß niemand, was ihr an Bord des Kreuzfahrtschiffes zugestoßen ist. Denn ihr Arbeitgeber, Disney, hält einige Informationen auch Jahre später zurück. Und die Frage ist, warum? Gerade laufen die Olympischen Spiele und bei Holy ist es passend dazu Zeit für die Ho-Olympics. Wie ihr wisst, sind die Hydration Rings von Holy einfach mein absoluter Favorit. Als jemand, der selbst viel Sport macht und draußen unterwegs ist, sind die Holy Drinks einfach die 1A-Erfrischung. Es gibt Eistees, Energy und eben auch Hydration Drinks, ohne Zuckerzusätze und übermäßig viele Kalorien. Umso cooler, dass es jetzt bei den Hydration Drinks drei verschiedene neue Sorten gibt. Ananas, Kokos und bei mir persönlich besonders hoch im Kurs Sauerkirsche. Ihr bekommt die neuen Hydration-Sorten entweder in 10er-Packs oder im Vorratstab. Besonders praktisch an den Hydration-Drinks ist, dass man eben nicht nur eine perfekte Erfrischung bekommt, sondern auch direkt mit hochwertigen Mineralstoffen und Elektrolyten versorgt wird. Gerade jetzt im Sommer, nach einem Workout oder einer Runde Basketball in der Sonne, ist das einfach perfekt. Und wenn ihr Holy bislang noch gar nicht ausprobiert habt, gibt es auch einen nicen Deal. Das Starter-Set mit einer Auswahl an verschiedenen Hydration-Sorten gibt's jetzt nämlich für 24,99. Und einen Holy-Shaker und eine passende Eiswürfelform gibt's anlässlich der Ho-Olympics auch noch obendrauf. Ich kann euch nur empfehlen, diese Aktion auszunutzen und euch mit ein paar erfrischenden Drinks für den Sommer einzudecken. Falls ihr Holy mal testen möchtet, habe ich einen Code für euch. Mit dem Code INSOLITO5 erhaltet ihr 5€ Rabatt auf eure erste Bestellung bei Holy. Neben den neuen Hydration-Drinks gibt es natürlich auch weiterhin die klassischen Starter-Sets, mit denen ihr euch direkt durch mehrere verschiedene Sorten testen könnt. Egal, ob ihr stattdessen eher Eistees oder Energy-Drinks bevorzugt, fündig werdet ihr auf jeden Fall. Folgt einfach dem Link in der Infobox oder im angepinnten Kommentar, um euch mal bei Holy umzuschauen. Und vergesst nicht, den Rabattcode zu benutzen. Und jetzt geht's weiter mit dem heutigen Video. Rebecca Corium kommt aus dem britischen Chester. Dort wird sie im März 1987 geboren und wächst behütet auf. In der Familie Corium steht man sich sehr nah. Die Eltern lieben Rebecca und ihre Schwester Rachel, ebenso wie die beiden Pflegebrüder, die sie in ihre Familie holen. Auch als die Kinder erwachsen werden, halten alle engen Kontakt miteinander. So auch 2010, als Rebecca ins Berufsleben startet. Sie hat gerade ihren Abschluss in Sportwissenschaften gemacht. Aber Rebeccas größte Leidenschaft ist wohl die Arbeit mit Kindern. Schon als Teenagerin hat Rebecca immer gern auf ihre beiden jüngeren Pflegebrüder aufgepasst. Und im Sommer 2010 entdeckt Rebecca ein Jobangebot, das wie für sie gemacht zu sein scheint. Das Unternehmen Disney bietet in den USA eigene Kreuzfahrten an. Und genau dafür sucht Disney Animateure. Sie sind dafür zuständig, die Kinder der Passagiere zu betreuen und bei verschiedenen Aktivitäten zu begleiten. Der ideale Job für die kinderliebe und sportbegeisterte Rebecca. Noch dazu hat Rebecca schon Erfahrungen im Umgang mit Freizeitgästen. Die junge Frau hat schon im Zoo ihrer Heimatstadt und in einem Hotel gearbeitet. Außerdem hat sie ein 4-monatiges Sportcamp in den USA absolviert. Das Jobangebot scheint also förmlich auf die 23-Jährige zugeschnitten zu sein. Aber die Konkurrenz ist hart. Für die Stelle bei der Disney Cruise gibt es hunderte von Bewerbern. Im Juni 2010 wird Rebecca tatsächlich zu einem Vorstellungsgespräch bei Disney eingeladen. Der Termin findet in London statt. Für die junge Britin ist der Traumjob zum Greifen nah. Und Rebecca schlägt sich bei dem Bewerbungsgespräch gut. So gut, dass sie schon kurz darauf eine Zusage erhält. Für Rebecca eröffnet sich die Chance ihres Lebens. Obwohl sie gerade erst ihren Abschluss in der Tasche hat, arbeitet sie für eines der größten Unternehmen weltweit. Noch dazu kann sie ihre Arbeitszeit mit Kindern, Spielen und Bewegung verbringen. Und Rebecca arbeitet in paradiesischer Kulisse. Denn von den USA aus legen die Disney Cruises in ein paar der beliebtesten Urlaubsregionen überhaupt ab. Schon bald nach der Zusage startet Rebecca ihr großes Abenteuer. Rebecca Corium verbringt 2010 4 Monate im US-Bundesstaat Florida.
Dort erhält sie Schulungen von Disney, die sie auf die Arbeit auf der Cruise vorbereiten. Schon Ende 2010 startet Rebecca dann richtig. Sie begleitet mehrere Kreuzfahrten zwischen Florida und den Bahamas. Die Arbeitsverträge für die Disney Cruises laufen immer für 4 Monate. Dann gibt es eine mindestens 2 Monate lange Pause. Das Unternehmen ist sehr zufrieden mit Rebecca und bietet ihr schon nach der ersten Arbeitsperiode neue Verträge an. Anfang 2011 kehrt Rebecca für 2 Monate in ihre britische Heimat zurück. Aber sie weiß, dass sie den Frühling wieder auf einer Disney Cruise verbringen wird. Dieses Mal wird Rebecca aber nicht mehr ihre übliche Route zwischen Florida und den Bahamas bestreiten. Stattdessen wird sie auf der Disney Wonder eingesetzt. Das Kreuzfahrtschiff verkehrt zwischen Los Angeles und Mexiko. Und auch für den Sommer hat Disney sie noch einmal eingestellt, für die Route zwischen Alaska und Vancouver in Kanada. Allerdings wird Rebecca diese Reise nicht mehr antreten. Denn auf einer Fahrt zwischen Los Angeles und Mexiko wird sie für immer verschwinden. Where Magic Meets the Sea, wo die Magie auf das Meer trifft. Das ist der Slogan der Disney Cruises. Und genau unter diesem Motto sticht am 21. März 2011 die Disney Wonder in See. Auf ihrer Route soll sie in Puerto Vallarta und Cabo San Lucas anlegen. Das Schiff fasst 2400 Passagiere sowie 945 Crewmitarbeiter. Unter ihnen ist auch Rebecca, die an Bord ihren üblichen Tätigkeiten nachgeht. Während die Urlauber ihre Kreuzfahrt genießen, wird die Fahrt zwischen LA und Mexiko für die Mitarbeiter schnell zur Routine. Woche für Woche fahren sie dieselbe Strecke. Rebecca meldet sich am 21. März 2011 über den Facebook Messenger bei ihren Eltern. Rebecca schreibt, dass sie am nächsten Tag anrufen würde. Sie meldet sich mindestens einmal pro Woche ausführlich bei ihren Eltern, wenn sie auf See ist. Entweder per E-Mail oder eben über das Telefon. Erst vor ein paar Wochen war sie wieder für ein paar Tage zu Hause. Denn Rebeccas Großvater ist verstorben. Zu seiner Beerdigung ist sie im Februar für 2 Wochen nach England gereist, um Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Als Rebecca für die Arbeit zurück in die USA fliegt, geht es ihr aber den Umständen entsprechend gut. Und auch als sie sich an diesem Märztag über den Facebook Messenger bei ihren Eltern meldet, wirkt sie ganz normal. Am nächsten Tag warten die Coriums aber vergeblich auf einen Anruf ihrer Tochter. Als das Telefon endlich klingelt, ist es bei ihnen in England schon beinahe 23 Uhr. Als eine amerikanische Nummer auf dem Display steht, gehen sie trotzdem ran, in der Annahme, dass Rebecca sich nun doch endlich meldet. Am anderen Ende der Leitung ist aber nicht Rebecca, sondern eine andere Mitarbeiterin der Disney Cruise Line. Sie informiert das Ehepaar Corium darüber, dass Rebecca morgen ihre Schicht nicht angetreten hat und seither spurlos verschwunden ist. Niemand an Bord der Disney Wonder kann die junge Frau finden. Und auf einem großen Kreuzfahrtschiff, das mitten auf dem See ist, ist die erste Befürchtung natürlich eine schlimme. Nämlich, dass Rebecca über Bord gegangen sein könnte. Sowohl die US-Küstenwache als auch die mexikanische Küstenwache schicken Boote, um den Fahrweg der Disney Wonder abzusuchen. Während das Meer durchkämmt wird, wird auch an Bord des Kreuzfahrtschiffs noch einmal nach Rebecca gesucht. Allerdings nicht von Seiten der Polizei, sondern durch Rebeccas Kolleginnen und Kollegen. Es gilt nun, Rebeccas letzte Spuren nachzuverfolgen. Und die sind mehr als rätselhaft. Um 9 Uhr morgens pazifischer Zeit hätte Rebecca ihre Schicht antreten sollen. Aber sie ist nicht in ihrer Personalkabine. Auch als sie über die Bordlautsprecher aufgerufen wird, meldet sie sich nicht. Und das, obwohl Rebecca schon am frühen Morgen auf dem Schiff unterwegs war. Denn Aufnahmen der Überwachungskameras zeigen sie um 5.45 Uhr auf Deck 1. Rebecca telefoniert in einem der Mitarbeiterbereiche. Auf der Aufnahme wirkt sie gestresst oder angespannt. Sie benutzt nicht ihr privates Handy, sondern eines der Bordtelefone. Diese werden unter den Crewmitgliedern für interne Absprachen benutzt. Dass Rebecca so früh unterwegs ist, ist ungewöhnlich. Denn bis zu ihrem offiziellen Schichtbeginn sind es noch 3 Stunden. Während Rebecca telefoniert, kommt ein junger Mann auf sie zu und fragt, ob alles in Ordnung sei. Rebecca wendet sich ihm zu, während sie das Telefon noch immer am Ohr hat. Es ist zu erkennen, wie sie die Worte "Yeah, fine"
Also ja, alles gut formt. Dann legt Rebecca das Telefon auf und das Gespräch ist zu Ende. Sie verlässt den Mitarbeiterbereich und wird nie wieder gesehen. Das Schiff Disney Wonder ist auf den Bahamas registriert. Und deshalb liegt die Verantwortung der Ermittlungsarbeit im Fall Rebecca Corium auf der Karibikinsel. Für die Klärung der Umstände von Rebeccas Verschwinden stellen die Bahamas einen einzigen Kriminalbeamten zur Verfügung. Erst 3 Tage nach Rebeccas Verschwinden begibt sich dieser Ermittler an Bord der Disney Wonder. Das Schiff ist schon wieder in Los Angeles eingelaufen, als er sich an Bord auf Spurensuche macht. Der Polizist soll Rebeccas Eltern erzählt haben, dass er nur einen Tag auf dem Schiff verbracht hat. Er hätte ein paar der Crewmitglieder befragt, aber nicht alle. Und keinen einzigen Passagier. Denn die Disney Wonder sticht schon am selben Tag erneut in See. Neue Passagiere, die ihren Urlaub auf der Disney-Kreuzfahrt verbringen wollen, beziehen das Schiff. Zeit für richtige Ermittlungen an Bord bleibt bei dieser engen Taktung nicht. Auch Rebeccas Eltern dürfen an Bord der Disney Wonder, um sich selbst ein Bild zu machen und Rebeccas persönliche Gegenstände mitzunehmen. Als das Schiff am 25. März in Los Angeles einläuft, sind die beiden vor Ort. Die Coriums werden mit einem von Disney gestellten Auto mit verdunkelten Scheiben direkt auf die Disney Wonder gefahren. Anne und Mike Corium erzählen später Folgendes. Wir bekamen Kuchen und wurden dann zum Kapitän gebracht, der sich mit uns zusammensetzte und uns sagte, er glaube, dass unsere Tochter auf Deck 5 gegangen sei und eine Welle das Schiff getroffen und sie mitgerissen habe. Man zeigt den Coriums sogar die Stelle, an der Rebecca angeblich über Bord gerissen worden sein soll. Dort wurden von Disney Blumen niedergelegt. An der entsprechenden Stelle hat man ein paar zurückgelassene Flipflops gefunden. Disney leitet ab, diese Schuhe würden Rebecca gehören und sie seien zurückgeblieben, als die junge Frau wahrscheinlich von einer Welle mitgerissen wurde. Im Grunde stützt sich diese Theorie ausschließlich auf den Fund der Schuhe. Allerdings passen die Flipflops überhaupt nicht zu Rebeccas Style und sind ihr zu groß. Noch dazu sind die Flipflops an der Seite mit einem anderen Namen markiert. In Rebeccas Kabine sollen Mike und Anne die Besitztümer ihrer Tochter einsammeln und mitnehmen. Dort finden sie ein weiteres Paar Flipflops, die auf Rebeccas Koffer in ihrem Kleiderschrank liegen. Aber eigentlich können auch diese nicht Rebecca gehören, weil sie zu klein sind. Als die Coriums Freunde aus der Besatzung fragen, antworten diese schulterzuckend. Sie hätten diese Flipflops noch nie gesehen. Ob später herausgefunden werden konnte, wem diese Schuhe gehören, geht aus den Quellen leider nicht hervor. Die Coriums treffen auch eine junge Frau. Diejenige, mit der Rebecca kurz vor ihrem Verschwinden noch telefoniert hat. Nähere Informationen kommen dabei aber nicht heraus. 2 Monate nach Rebeccas Verschwinden, im Mai 2011, wird ihre Kreditkarte benutzt. Wo und wofür ist öffentlich nicht bekannt. Rebeccas Mutter bekommt eine Mail von Rebeccas Bank, die sie über die Benutzung der Karte informiert. Für Rebeccas Eltern ist die Kontoaktivität natürlich ein Anlass zur Hoffnung. Genau wie eine Mail, die sie 1 Jahr nach dem Verschwinden ihrer Tochter erhalten. Eine Zeugin schreibt, sie habe Rebecca in Venedig gesehen, in Begleitung eines dunkelhaarigen Mannes. Sie sei sich zu 85% sicher, dass die Frau Rebecca gewesen sei. Allerdings wurde Rebeccas Pass ihren Eltern ausgehändigt, als sie ihre persönlichen Gegenstände abholten. Und ohne ein Ausweisdokument hätte Rebecca eigentlich nicht aus den USA nach Italien kommen können. Es gibt danach auch nie wieder eine Sichtung, die die Vermisste dort verorten würde. Die Coriums stehen mit dem Ermittler von den Bahamas in Kontakt. Rebeccas Eltern können nur schwer nachvollziehen, dass man nach dem Verschwinden ihrer Tochter scheinbar sofort wieder zum Tagesgeschäft übergeht. Sie haben nicht nur das Gefühl, dass die Ermittlungen schleifen gelassen werden, sondern viel eher, dass es gar keine richtigen Ermittlungen gibt. Sie erfahren von Überwachungsaufnahmen, die wohl verbessert werden müssten und ans FBI geschickt wurden. Allerdings hören Mike und Anne nie wieder etwas von diesen Bildern und haben keine Informationen darüber, was darauf zu sehen gewesen sein soll. Laut Artikeln, die zum Zeitpunkt von Rebeccas Verschwinden veröffentlicht wurden, behauptet Disney gar keine Aufnahmen davon zu haben, wie Rebecca über Bord geht. Gleichzeitig sind sie nicht bereit, die Videodateien oder die Standorte der Kameras bekannt zu geben. Aus Sicherheits- und Datenschutzgründen. Nach 9 Monaten wird der zuständige Ermittler zu dem Schluss kommen, Rebeccas Verschwinden sei nicht verdächtig. Damit werden die Ermittlungen zu den Akten gelegt.
Ein Jahr nach Rebeccas Verschwinden macht ein britischer Investigativjournalist eine Reise mit der Disney Wonder. Er will sich vor Ort umschauen und das Rätsel um Rebeccas Verschwinden lösen. Dazu spricht er auch mit einigen Mitarbeitern. Einer von ihnen erzählt ihm Folgendes. Disney weiß genau, was passiert ist. Das Telefonat, das sie geführt hat, es wurde aufgezeichnet. Hier wird alles aufgezeichnet. Es gibt überall Überwachungskameras. Disney hat das Band. Sechs Jahre nach Rebeccas Verschwinden geht eine Frau namens Tracy Medley an die Öffentlichkeit. Genau wie Rebecca arbeitet sie an Bord der Disney Wonder. Und sie liefert neue Informationen, die ein anderes Licht auf Rebeccas Verschwinden werfen. Tracy berichtet, dass sie und die verschollene Rebecca weit mehr als nur Kolleginnen waren. Die beiden haben eine Beziehung miteinander geführt. Tracy beschreibt sich selbst zur damaligen Zeit als wild. Sie sei sich ihrer Sexualität noch nicht bewusst gewesen und habe viel herumexperimentiert. Eigentlich habe sie damals einen festen Freund namens Devin gehabt. Aber mit ihrer Kollegin Rebecca habe sie etwas gehabt, was sie zuvor noch nicht kannte. Rebecca ist die erste Frau, in die Tracy sich verliebt und hilft ihr dabei, ihre Sexualität zu begreifen und kennenzulernen. Die beiden Frauen gehen eine Beziehung miteinander ein. Devin, der Mann, mit dem Tracy eigentlich zusammen war, arbeitet ebenfalls für die Disney Cruise. Und am 17. März 2011 sieht Rebecca, wie Tracy und Devin wieder miteinander intim werden. Tracy sagt über diesen Abend, sie wusste, dass ich in sein Zimmer ging. Sie sagte, dass sie in mich verliebt sei. Und sie dachte, dass ich nicht in sie verliebt sei, dass ich bloß mit ihr spiele. Sie sagte, sie wolle das Schiff verlassen. Tage später sei es dann noch einmal zu einem Streit zwischen Rebecca und Tracy gekommen. Tracy berichtet, es waren vier von uns nötig, um sie zu beruhigen. Sie weckte mich in der Nacht auf und sagte, sie sei wütend auf sich selbst, weil sie versucht habe, vom Schiff zu springen. Aber sie sei zu schwach gewesen. Ich war so verängstigt. Ich sagte ihr, sie sei verrückt. Es war zu viel. Am nächsten Abend, dem 21. März, hätten Rebecca, Tracy und Devin dann gemeinsam etwas getrunken. Danach hätten sie zu dritt Sex miteinander gehabt. Rebecca habe das Ganze initiiert. Dazu passt auch eine andere Zeugenaussage. Ein Security-Mitarbeiter des Schiffes hat der Polizei gegenüber erzählt, Rebecca habe vor Tracy mit einem anderen männlichen Crewmitglied Sex gehabt. Damit könnte Devin gemeint sein. Rebecca habe sich damit allerdings überhaupt nicht wohlgefühlt. Der Security-Mitarbeiter vermutet, dass Rebecca vorher noch gar keine sexuellen Erfahrungen mit Männern gehabt hat. Sie könnte durch den Druck von Tracy und dem anderen männlichen Crewmitglied in die Situation gekommen sein, ohne das wirklich zu wollen. Tracy erzählt, nach dem Sex habe Rebecca geduscht und sich dann auf den Weg zu einem Spaziergang an Bord gemacht. Tracy wollte nicht mit, weil es schon so spät war. Es sei ungefähr 5.40 Uhr gewesen. Tracy und Devin seien eingeschlafen. Erst am nächsten Morgen hätten die beiden dann bemerkt, dass Rebecca nicht wiedergekommen war. Kurz danach wurde ihr Verschwinden an Bord bekannt gegeben. Tracy beharrt darauf, dass sie all das auch dem Ermittler von den Bahamas erzählt habe. Andere Polizeibeamte hätten sie zu der Sache nie befragt. An die Theorie von Disney, sie hätte einen Unfall gehabt, glaubt sie nicht. Denn einiges spricht dagegen. Als Mike und Ann Corium das Schiff nach Rebeccas Verschwinden besuchen, erzählt man ihnen, ihre Tochter sei bei einem tragischen Unglück ums Leben gekommen. Rebeccas damalige Freundin Tracy sagt in einem Interview dazu, Disney sagte, eine Welle habe sie vom Schiff gestoßen. Ich glaube, das ist Blödsinn. Tatsächlich stellt sich die Frage, wie Rebecca überhaupt von Bord gespült worden sein soll. In der Nacht ihres Verschwindens wurden in dem Seegebiet keine außergewöhnlichen Wellen gemeldet. Das Wasser war verhältnismäßig ruhig. Und die Reling von Deck 5, wo Rebecca angeblich fortgespült wurde, ist mehr als 1,80 Meter hoch. Das Deck selbst liegt etwa in 27 Metern Höhe. Die tödliche Welle müsste also ungeheuer groß und kräftig gewesen sein. So eine Welle wäre sicherlich aufgefallen. Rebecca wurde zwar um 5.45 Uhr morgens zuletzt gesehen, aber auch um diese Uhrzeit ist auf der Disney Wonder schon Personal unterwegs. Wie man es auch dreht und wendet, die Version, die das Unternehmen Disney zum Tod seiner Mitarbeiterin verbreitet, scheint die unwahrscheinlichste zu sein. Dann ist da natürlich noch die traurige Möglichkeit, dass Rebecca vielleicht selbst den Tod gewählt hat. Rebeccas Familie glaubt nicht daran,
Für die Angehörigen steht diese Möglichkeit gar nicht zur Debatte. Auch weil Rebecca ja noch am selben Tag zum Telefonieren mit ihnen verabredet war. Allerdings muss man auch bedenken, dass in Rebeccas Leben kurz vor ihrem Verschwinden sehr viel los war. Die große Distanz zu ihrer Familie, der anstrengende Job, der Tod ihres Großvaters im Februar 2011 und die turbulente Dreiecksbeziehung mit Tracy und Devin. Kolleginnen und Kollegen haben Rebecca zwar als eine sehr fröhliche und energetische Person in Erinnerung, allerdings mit einer tiefgehenden Traurigkeit. Am Abend vor ihrem Verschwinden hat Rebecca Alkohol getrunken. Wie viel ist nicht bekannt. Möglicherweise war es genug, um sie gepaart mit ihren schweren Gedanken zu einem folgenschweren Entschluss zu bringen. Vielen Personen kommt das Verhalten von Rebeccas Arbeitgeber Disney komisch vor. Durch das Zurückhalten von Informationen, das Pochen auf einen Unfall, wirkt es, als würde das Unternehmen etwas verschweigen. Vielleicht sogar, dass im März 2011 ein Mörder an Bord der Disney Wonder gewesen ist. Andere glauben beim Verschwinden von Rebecca Corium sogar an Menschenhandel. Immer wieder wird ins Spiel gebracht, dass Kreuzfahrtschiffe der ideale Nährboden für Verbrechen aller Art seien. Aber bei den hohen Security-Maßnahmen an Bord der Disney Wonder hätten schon sehr abgebrühte Verbrecher am Werk sein müssen. Es gab auch keine Zeugen, die irgendwelche Anzeichen für ein Verbrechen bemerkt hätten. Keine verdächtigen Beobachtungen, keine Schreie, keine Kampfspuren, nichts. Überhaupt gibt es keine handfesten Beweise im vermissten Fall Rebecca Corium. Stattdessen nur eine große Ungewissheit. Ein Privatdetektiv, der von Rebeccas Eltern engagiert wird, sagt, er sei definitiv überzeugt davon, dass Rebecca etwas Kriminelles zugestoßen ist. Die genauen Gründe dafür gibt Privatdetektiv Bill Anderson gegenüber den Medien aber nicht bekannt. Er bemängelt weiter, dass die Coriums nie Polizeiberichte zum Verschwinden ihrer Tochter zu lesen bekommen hätten. 2014 verklagen Rebeccas Eltern Disney übrigens sogar. Sie werfen Disney vor, die Sorgfaltspflicht als Arbeitgeber verletzt zu haben. 3 Jahre später einigen die Coriums und Disney sich außergerichtlich, sodass das Verfahren eingestellt wird. Mehr als 10 Jahre nach dem Verschwinden von Rebecca gibt es noch viele ungeklärte Fragen. Nicht nur rund um ihr eigentliches Verschwinden, sondern auch um die zweifelhaften Ermittlungen. Warum wurden zum Beispiel nur so wenige Passagiere und Besatzungsmitglieder befragt? Tracy behauptet ja, sie sei nie von der Polizei befragt worden, sondern nur von Disney. Weshalb hat man nicht wenigstens den Angehörigen Material der Überwachungskameras zur Verfügung gestellt? Warum pocht das Unternehmen auf einen tragischen Unfall, wenn es dafür doch gar keine Anhaltspunkte gibt? Die Antwort auf diese Frage ist wahrscheinlich so simpel, wie sie für Rebeccas Familie schmerzhaft ist. Disney verkauft den großen Traum eines heilen Lebens, von Unbeschwertheit, strahlenden Kinderaugen und unschuldigem Glück. Was auch immer Rebecca letztendlich zugestoßen sein mag, ob sie selbst den Tod gewählt hat oder womöglich umgebracht wurde, der Fall kollidiert mit diesem Image. Eine Kollegin von Rebecca sagt dazu in einem Interview: Sie versuchen, die Marke zu schützen. Wenn es 6 Uhr morgens war und sie ihren Job gemacht und die Decks beobachtet haben, muss jemand gesehen haben, wie sie über Bord ging. Oder wenn sie es nicht getan haben, dann vertuschen sie, warum nicht. Bex hat hunderte von Menschen glücklich gemacht. Die Passagiere liebten sie. Sie haben sie alle geliebt. Man sollte meinen, Disney würde etwas zurückgeben. Sie sind es ihr schuldig, herauszufinden, was passiert ist. Was glaubt ihr, was Rebecca Corium zugestoßen ist? Und warum könnte Disney schweigen? Glaubt ihr wirklich, dass sie einfach ihr Image nicht beschmutzen wollen? Ich bin gespannt auf eure Theorien. Schreibt mir dazu einfach einen Kommentar. So unterstützt ihr auch nebenbei den Kanal. Denn je mehr Interaktion es gibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Video Leuten vorgeschlagen wird, die Insolito noch nicht abonniert haben. Solltet ihr die Videos ohne Werbung und Zensur sehen wollen, abonniert mich bei Patreon. Den Link dazu und zu meinen anderen Socials wie Instagram, meinem Podcast oder Discord findet ihr in der Infobox. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und die ganze Unterstützung. Ich wünsche euch noch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr das Video seht und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao, Leute.